mein Highlights im Juni. Ihr wisst ja, jeden Monat fangen wir an, also eigentlich habe ich das ja gemacht, aber Mario ist ja jetzt mit dabei. Andere Seite, du bist auf der anderen Seite. Stellen wir euch die da. Neuen... Du bist jetzt da. Also da. Ach so, einfach da. So, dann habe ich auf beiden Seiten. So ist immer... Also Mario ist da. Haben wir die Meilen-Highlights für euch einfach mal zusammengefasst, damit ihr wisst, was bei Miles & More diesen Monat los ist. Einige Schmankerl sind natürlich wie immer vorab schon, damit ihr bis zum Intro zumindest durchhaltet. Eins wäre zum Beispiel Kreditkarte. Wer die Miles & More Kreditkarte noch nicht hat, kriegt wieder meinen. Dann Hotels, Cars and by Points, H-Hotels, Best Western Hotels, die sind auch dabei. Sixt ist dabei. Lufthansa möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass es die doppelten Statusmeilenaktionen gibt bei Flügen für die Statusse FTL, Senator und sogar die Hon-Meilen für den Hon. Wer kameraaffin ist, für den ist was dabei. Habe ich was vergessen? Ich glaube schon, ne? Es gibt sogar noch extra Prämien oder Meilen, wenn man seine Payback-Punkte in Miles & More umwandelt. Ja, dann lass uns einfach damit... 25%. Also, wer jetzt nicht wartet, selber schuld. Wir machen jetzt erstmal wie immer schön brav das Intro. Mein Name ist Lars Korsten und das ist Mario Hoffmeister. Und wir sind da, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Heute sind wir im Auftrag der Lufthansa Miles & More, hätte ich fast gesagt, unterwegs, weil wir der Meilenreligion Miles & More angehören. Wir sind da streng katholisch, hätte ich fast gesagt. auf jeden Fall die Lufthansa hat da quasi, wie soll man es sagen, Angebote rausgehauen und wir stellen sie euch einfach mal vor. Das erste Angebot ist Lufthansa Kreditkarte. Wer noch keine Kreditkarte hat, sollte sie nehmen. Soll ich mal? Ich habe das Logo eingeblendet, Mario. Ja, aber nur die goldene. Also das Angebot gilt nur für die goldene. Ja, ich habe deshalb auch nur die goldene auf dem Bild. Ich habe das Piktogramm etwas kleiner gemacht, natürlich, weil dein Schädel davon verdeckt wurde. Aber das macht nichts. Gruselig. Ja, grausam. Jetzt wackel doch nicht immer so. Kannst jetzt einfach mal ruhig sitzen bleiben, bitte. Entschuldigen Sie mal bitte. Jawohl. Nee, weißt du was? Ich mache dich jetzt einfach mal größer. So. Okay. Jetzt hast du den ganzen Bildschirm und dann ziehe ich das Bild mal größer. Und jetzt kannst du den Leuten. So, und dann kannst du den Leuten jetzt mal erklären, was mit der Karte passiert. Mit der Karte passiert erst etwas, wenn man sie beantragt. Und zwar 15.000 Meilen für sozusagen die Normalbevölkerung und 20.000 Meilen, wenn du selbstständig oder Freiberufler bist. Und das, finde ich, ist zumindest gar nicht so schlecht, denn diese Kreditkarte bringt ja außer diesen einmaligen Meilen ja noch relativ viele weitere Vorteile. Ja, da bin ich absolut bei dir und vor allem muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen, das Angebot gilt ja schon seit dem 1. Mai, das heißt also, ja, es ist bis zum 30.06. Und deshalb wollen wir uns damit auch nicht wirklich lange aufhalten. Mario, weil du bist ja eher so ein Freund des World Shop, wie wir ja in der Meilenmillionär-Geschichte gehört haben. Deshalb, wie schaut das aus bei Lufthansa Miles & More in dem Sommersortiment? Gibt es da irgendetwas, wo wir mehr Prämienmeilen sammeln können als normal? Ja, auf jeden Fall. Wer vorhat, sich dieses Jahr noch eine neue Kamera oder Zubehör für die Kamera zuzulegen, der wäre da sehr gut aufgehoben. Es müsste allerdings etwas von Nikon sein. Und dort gibt es dann in dem Zeitraum, den Lars uns gleich noch genau nennen wird, bis zu 59.000 Meilen oder 555 Euro, die man sparen kann. Ganz genau. Wie muss man immer an dieser Stelle sagen? Das Angebot gilt, das ist ja jetzt Picture in Picture Sky, jetzt bin ich wieder direkt neben dir. Also, das Angebot gilt nur, solange Vorrat reicht oder wahlweise der 19. Juli. Also ein bisschen Zeit ist noch, aber schaut euch das an.
Es gibt auch bei dieser Aktion 28% auf JBL-Artikel. Also das ist dieser Lautsprecherkollege. Zack, da habe ich ihn. Und schon wieder ist ein Schädel im Weg. Die Boxen. Ja, die Boxen zum Beispiel. Ich hab's kleiner gemacht. Ist es okay? Ja, also auf jeden Fall, die gibt es. Dann gibt es noch für den, der Adventurer ist. Ich tausche einfach mal das Bild aus. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass eine Schädel so groß ist. Deshalb habe ich das, also ich muss das beim nächsten Mal beachten. Ja. Charakterkopf ist der nicht Leatherman. Wahr. Der Leatherman, ja. Der hat 29% Rabatt. Aber das Angebot gilt auch wirklich vom 1. bis zum 30.06. Also da müsst ihr ein bisschen schneller sein. Genauso auch bei den JBL. Nur die Kameras und die Objektive waren bis zum 19. Juli. Du hast mir mal gesagt, du bist Rennen, ne? Also Laufen. Rennen ist ja falsch, du läufst ja. Bei ja. Clubhouse hattest du dich quasi geoutet, dass du das tust. Da ist etwas. Ist das nächste Produkt für dich etwas? Nö. Nö, eigentlich nicht. Aber wer so eine multimediale Sportuhr braucht, dem ist das sicherlich zu empfehlen. Wer Apple-Produkte besitzt, der braucht natürlich nicht zwingend etwas von Garmin. Aber es ist ein gutes Angebot, denke ich mal. Sieh. Damit du dich in deiner Wohnung nicht verläufst. Nein, damit ich mit meinem Fahrrad fahre, nicht verfahrrade. Verfahrrade. Nein, ich habe mir Fahrrad heute wieder rausgeholt. Also ich kann Garmin-Punkte wirklich nur empfehlen. Die Uhr selber weiß ich jetzt nicht. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also das ist ja ein 1030 Plus. Tippitoppi, also das ist super. Das hat mich heute zum PCR-Test gebracht und zurück. Dadurch, dass ich das halt etwas länger nicht benutzt hatte, war ich mit der Funktionsvielfalt überfordert. Aber so ist das. Ja, wer jetzt noch nichts gefunden hat bei dem Angebot, der kann jetzt bei der netten Dame, die ich oben links wieder einblende, ich muss sie wieder kleiner machen, weil Marius' Kopf wirklich größer ist. Ja, mach mal. Soll ich mich irgendwie kleiner machen? Ne, weißt du, was ich machen kann? Ich kann auch die Dame einfach bei dir einfach drüber machen, so, zack. Ihr könnt ja unten in die Shownotes reinschreiben, ob ihr lieber die Dame haben möchtet oder Mario. Bitte seid lieb zu ihm. Ja, seid lieb zu ihm. Kann ich mir schon vorstellen, was kommt. Ach, ich liebe es, mit dem Ding zu spielen hier. Da gibt es ja beim Online-Shopping bis zu 30-fache Meilen bei ausgewählten Partnern. Willst du einfach anfangen? Tja, wer einen neuen Strom- oder auch Gasvertrag braucht, der wäre dann bei der Firma, die mir übrigens nicht bekannt ist, Lichtblick, gut aufgehoben. 8000 Meilen gibt es dafür. Für den Abschluss allerdings auch nur für Neukunden, ganz wichtig. Dann, da kommen wir jetzt schon zu deinen 30-Fachpunkten, bei NordVPN oder Norton, wobei NordVPN benutze ich auch. Ich finde es ganz praktisch. Ich weiß nicht, welchen VPN-Dienstleister du so benutzt, aber NordVPN bin ich ganz zufrieden mit. Ich habe ExpressVPN. Ich weiß gar nicht, wie ich an die gekommen bin. NordVPN habe ich auch bei vielen gehört, die das machen. Insofern soll auch tipptopp sein. Also ich kann es wirklich nicht empfehlen, VPN-Kanal. Also diesen Sicherheitsaspekt kann ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen. Ich nutze es halt einfach, um in dem Apple Store in den USA die Videos zu kaufen oder respektive Netflix zu streamen, USA. So ist es. Oder Deutsch. Mittlerweile fängt das scheiß ZDF und ARD auch an mit Geoblocking. Das heißt also, dass du halt da den ganzen Quatsch nicht siehst. Ja, Tatort aus Wien. Konntest nicht schauen, wenn du nicht einen VPN hast, gell? Musst halt Österreich reinmachen oder Deutschland. Dann konntest schauen. Sonst geht's nicht. Aber die Deutschen kannst du alle schauen. Aber wie gesagt, das sind so Themen, wo ein VPN wirklich Sinn macht. Für dich 15-fache bzw. 8-fache Meilen beim Herrenausstatter.de. Ist das... Ja. Woran hängt das an? Ich kenne den, ich habe da aber noch nie gekauft. Okay. Ja, also wenn man aber einkauft zwischen am 19. und am 20.06., kriegt man 15-fache, an den anderen Tagen kriegt man 8-fache. Ja. Also das heißt, ganz wichtig, die ganzen Angebote, die wir euch immer nennen, die gelten immer vom 1. bis zum 30. Juni. Dann gibt es 10-fache Meilen bei Monkey Lens Best, Ray-Ban Oakley Sunglass Best.
Auch interessante Geschichte. Ja. Muss man aber dann. Nehmen wir mal an, wir schreiben das noch alles unten nochmal genau rein, nicht? Damit. Ich schreibe das immer in die Shownotes mit Links. Kann sich ja keiner melden. Ja, merken, ja, merken. Melden geht nicht, ja, aber merken. Ja, das will ich auch reinschreiben. Dann achtfache bei Microsoft, Philips, Ola Popkin und so weiter und so fort. Sechsfach Ralf Lauren, Viking, fünffach bei Mr. Porter, Otto und Mömax. Also Otto Versand, ne? Also nicht Otto dem Comedian. Vierfachmeilen gibt es bei Saturn. Die sind übrigens Shop des Monats, wobei ich mich frage, warum die dann quasi Vierfachmeilen nur geben. Aber gut, das ist halt so. Schreibe ich auch unten alles rein. Dann müssen wir nochmal auf das Thema eingehen, weil Lufthansa da auch nochmal selber etwas Wert drauf legt. Und das ist das Thema doppelte Meilen. Ich sage es einfach nur, ich habe es ja selber in einem Video nochmal gesagt. Ihr kriegt bei Lufthansa Group, Air Dolomiti, Croatia, Edelweiss, LOT und Luxair, kriegt ihr doppelte Statusmeilen und doppelte Horncircle-Meilen und das gilt für das ganze Jahr. Also wer jetzt noch nicht seinen Senator reingeflogen hat, nicht wahr, Mario? Jawohl. Na, der kann das tun. Noch. Also ja. Flüge gibt es genug. Wir haben ja auch beim letzten Mal First Class gesagt. Heißt also, First Class Angebot haben wir euch gesagt. First Class, Business Class, Economy Class, Premium Class. Genau, den Sale. Ja. Ich habe jetzt alle Klassen genannt. Ich habe auch Lufthansa gesagt. Ja, genau. Ach ja, kein Wasser mehr für mich. Nur, auch nur da gibt es die doppelten Meilen. Also insofern bringt es nichts, mit jemand anders zu fliegen. Ganz genau. Also insofern denkt darüber nochmal nach, wenn ihr beim nächsten Mal euren Flug bucht. Wer Fragen hat, wie er den Senator, Horncircle oder sowas machen kann, kann sich gerne bei uns melden. In der Kommentarspalte oder aber auch in den Shownotes sind die Socials, wie das so schön heißt. Da gibt es einen WhatsApp-Link, da könnt ihr mir auf WhatsApp direkt schreiben. Wenn ihr Mario schreiben wollt, ich vermittle den Kontakt sehr gern. Einmal kurz abhusten. Entschuldigung. Ja, das war, wo ich Mario gesagt habe, musste ich husten. Man kommt sich wie so ein Pimp vor. Ja, Hotelcars by Points. Hast du da mit denen mal irgendwelche Erfahrungen gemacht? Nee, das tut mir sehr leid. Nur von gehört, aber noch nie etwas über die gebucht. Ich buche die auch nicht, weil ich halt dann keine Statusvorteile bekomme. Aber wer auf die Statusvorteile verzichten möchte, kann bei den Buchen bekommt bei einem Buchungswert von 150 bis 299 Euro 1000 Meilen. Von 300 bis 599 gibt es sogar 2000. Und wer ab 600 Euro was bucht, kriegt sogar 6000 Meilen. Ganz wichtig, Buchungszeitraum ist halt wirklich diesen Monat vom 1. bis zum 30.06. Und der Reisezeitraum ist natürlich flexibel. Flexibel. Das ist ganz, ganz wichtig. Und insofern ist das ein gutes Angebot. Wenn man halt auch den Status nicht wert legt. Also das ist halt das muss man immer sagen muss. Und auch wer bei H-Hotels bestellt und kauft, hat auch keine Statusvorteile. Das Angebot ist ja letzten Monat zurückgezogen worden. Ich weiß gar nicht, durfte ich sowas sagen? Jetzt wisst ihr das. Ich war froh, dass ich das Video noch nicht gemacht hatte. Aber jetzt sind sie mit dabei mit 1000 Prämien extra pro Aufenthalt, die man sammeln kann. Du kriegst kostenfreies Upgrade, Mario. Nächsthöhere Zimmerkategorie nach Verfügbarkeit. Ist das cool? Wahnsinn, ja. Und die dürfte ja im Moment, wo noch nicht so viele Leute reisen, wahrscheinlich sogar gegeben sein, oder? Ja, also wenn ich in Hotels übernachte, habe ich Occupancies so 10%, 15%. Morgen übernachte ich in Helsinki wieder. Da haben wir so eine Occupancy von über 30. Also es wird langsam voller. Aber das sind nach besser. Wird es besser. Es sind halt natürlich Zahlen, mit denen kein Hotel überleben kann. Und ich buche dir einmal das H-Hotel-Bild jetzt quasi links von deinem Schädel wieder ein. Also rechts, wenn du guckst, rechts von mir aus links. Und was auch cool ist, ist Early Check-In, Late Check-Out on Request and Availability und 5 Euro oder 10 Schweizer Franken Gutschein für Speisen und Getränke im Restaurant oder in der Bar. Reise- und Buchungszeitraum ist hier der 1.6. bis zum 31.7. Das heißt, also man hat wirklich 2 Monate Zeit zu buchen und zu konsumieren.
dann ein Anbieter vom Hotel her, den ich immer mit ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Best Western ist, hat die meisten Hotels irgendwie weltweit so gefühlt. Aber ich habe bei denen sehr, sehr selten übernachtet. Aber wer bis Ende August bei denen übernachtet, bekommt 500 Prämienmeilen und zusätzlich sogar 1000 Prämienmeilen. Gibt es eine Einschränkung, wo es gilt? Ja, geht nur in Deutschland, Luxemburg, Österreich, der Schweiz, Kroatien, Ungarn, Tschechien und Slowenien. Also doch in eigentlichen Ländern, wo man auch hinkommen kann, ne? Ja, denke auch. Hier nee, ist das, der, das passt schon, ja. Der Zeitraum ist hier aber auch vom 1.6. bis zum 31.8. August hat 31.8. August hat 31 Tage, genau. Ja, muss man immer den Trick haben. Juli und August haben 31. Ja, ich weiß. Also jetzt weiß ich es. Ja. Man hilft, wo man kann. Wann hast du im Best Western übernachtet? Ich habe in Hannover im Best Western mal übernachtet. Ich glaube, in Hannover war es. Also ich habe auch schon. Ja, das öfteren Mal, aber das sind meistens immer irgendwelche kleineren Städte gewesen. Also noch nie irgendwie so in Berlin oder Frankfurt, meistens immer irgendwie so in mittelgroßen Städten. Also ich erinnere mich jetzt nicht ganz genau, aber zumindest noch in keiner großen Metropole. In Australien habe ich auch mal in einem Best Western, weil das einzige war, im Umkreis von gefühlten 1000 Kilometern übernachtet. Insofern, ja tippitoppe. Jetzt habe ich dir die Sixt reingebrannt auf deine Seite mit dem Super Cabriolets, weil die haben ja, Sixt. Hübsche Autos. Ist Sixt eher deine Marke als Herz? Also Sixt ist dienstlich meine Marke sozusagen, aber wenn ich international unterwegs bin, auch in den USA, dann bin ich meistens bei Alamo unterwegs. Oh, bei Alamo. Yeah. Ja, aber gut, das Sixt ist meine Marke. Also bei Sixt, beim Erich, miete ich gerne bei Regine. Wobei ja mittlerweile die Kinder unterwegs sind. Es gibt diesen Monat, also den Monat der Juni. Wir nehmen es ja vorher auf. Kleiner Spoiler. Ja. Das ist jetzt quasi schon etwas früher aufgenommen. Aber wir zeigen euch es pünktlich am 1. Also, ja. Mal reinschreiben die Kommentare. Das ist ein Semi-Live. Wenn ich das so nennen darf. Ja, also dreifache Prämienmeile für eine Sixt-Mann. Ja, ist eine Live-Aufzeichnung. Das heißt, also das machen die im ZDF aber auch, ne? Die zeichnen das live auf und senden das halt nur drei Tage später. So. Genau. Ja, also man bekommt doppelte Meilen auf der Fahrzeugkategorie Kompakt, C und I, dreifache Meilen ab der Fahrzeugkategorie Standard, S, F, P, L und X. Wobei X ist ja XDMR und so weiter. Sind das nicht die großen 7er BMWs und so? Die richtig teuren Hohle? Glaube, ne? Ja. Und das Angebot gilt für alle Anmietungen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Frankreich, inklusive Monaco, Spanien, Großbritannien und Italien. Ist also nicht deckungsgleich mit dem, was die Kollegen von Best Western machen. Heißt also, da nicht verwirren lassen. Buchungszeitraum? Willst du ihn nennen? Auch vom 1.6. natürlich und bis zum 30.6., also ein Monat. Und Anmietzeitraum? Der Anmiete ist der 1.6. bis zum 31.7. 31.7. Herr Kurs. 31.7. Ja, Juli weiß ich, dass der 31 Tage hat. Also da bin ich weit, weit vorne. Fit. Und jetzt darfst du zu deinem Thema mit den lustigen blauen Punkten was sagen. Das war ja etwas, was du ja schon im Intro nicht an dir halten konntest. Ja, die Möglichkeit der Umbuchung von den Meilen von Payback zu Miles & More, die ist ja immer gegeben, 1:1. Und wenn man das im Zeitraum auch wieder 1.6. bis 30.6. macht, dann gibt es ab 3.000 umgewandelten Meilen 25% extra. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Angebot. Also bei mir, ich habe eh so ein Meilen Umbuchungsabo, das wird zweimal im Jahr umgebucht, aber wer sozusagen ein paar mehr als 3.000 Meilen auf seiner Payback-Karte hat, umbuchen in Miles & More, gibt 25% mehr, ist nicht schlecht. Und da müssen wir dir jetzt direkt eine Rüge erteilen,
Weil, wenn du doch das komische Abo hast, wo die automatisch umgerubbelt werden, ist das doch, dass du die 25% ja genau versaubeutelst. Weil du lieber das... Ja, das ist doof, ne? Also, nochmal, macht nicht den Fehler wie Mario. Schreibt unten in die Kommentarspalte rein, ich möchte kein Mario sein. Ich möchte kein Mario sein. Mach es nicht wie Mario. Ja, sonst ist es ja immer Paul, aber genau, macht es selber. Es gibt sehr oft diese Aktion mit 25 Prozent on top. Und Mario kann ja selber ausrechnen, wenn man wirklich nur die 3.000 nimmt, was ja der Mindestanzahl ist, und davon 25%, dann sind das schon 750 Punkte, die ich einfach umsonst bekomme, ist in meinen Augen ja schmerzhaft, wenn man das nicht macht. Deshalb, Mario, als erstes, wenn wir jetzt aufhören, hier zu Video in, ist es Abo kündigen, nicht automatisch umrubbeln. Genau, das Abo wird sofort gekündigt und dann wird umgebucht ab 1.6., was das Zeug hält. Selbst Mario möchte kein Mario mehr sein. Nein. Also nochmal, schreibt unten in die Kommentarspalte rein, was ihr von diesen Angeboten gehalten habt und haltet, jetzt habe ich schon Verlust der Muttersprache hier, absolut unglaublich. Mario, das hat mich echt schockiert, dass du das gemacht hast. Aber nun gut, ich werde das beim nächsten Mal, wenn das Angebot kommt, sagen, auch Mario hat gelernt. Ja, man muss ja zumindest als schlechtes Beispiel dienen, so wie das die Zuschauer nicht machen sollten. Das ist richtig. Deshalb bist du ja auch bei mir Concierge VIP. Heißt also, du hast meinen Concierge-Service, wo ich dir solche Sachen, wenn ich sie direkt erkenne, Mangel erkannt, Mangel beseitigt. Also, abonnieren, liken, kommentieren und ganz wichtig, schreibt, ich möchte kein Mario sein. Und damit sage ich danke, dass ihr bei der heutigen Frequent Traveler TV-Ausgabe dabei gewesen seid. Und wirklich, ich bin gespannt, was euer Meilenkonto sagt, zu welchem Angebot ihr Ja sagen müsst. Also, Mario, genau. Sag jetzt auch Tschüss. Macht's gut und denkt dran, Meilenabo kündigen. Tschüss.